Woody Hofer, wie wichtig ist das Thema Elektromobilität für die FANB? Die Elektromobilität ist ein Teil der Zukunft. Die Zukunft wird sein selbstfahrende Fahrzeuge mit Elektromotor. Deshalb sind wir als duale Fachhochschule Wissenschaft und Praxis extrem interessiert an diesen Weiterentwicklungen. Die FANB ist wissenschaftlicher Partner bei diesem Projekt. Was tragen Sie bei? Also grundsätzlich sind wir den wissenschaftlichen Garant. Das heißt also, dass man spürt, das, was man da macht, auch wissenschaftlich untermauern kann. Ist das nachhaltig? Ist das zukunftsorientiert? Und was wir zusätzlich noch bringen, ist Innovationstreiber für das smarte Areal Salina-Raurica. Also, dass man diese Elektromobilität in ein Gesamtsystem Technik, Mensch, Community zusammenfügen kann. Wie werden Sie das tun? Indem, was wir grundsätzlich in Forschungsarbeiten, Studierendenarbeiten und mit Beratungen solche Ideen stimulieren, begleiten und dann vor allem auch auswerten, was gemacht wird, um Empfehlungen abzugeben, wie kann die Weiterentwicklung sein.